Und ich mal wieder. Ich glaube, der will jetzt mäh dreschen. Ich gehe jetzt sogar ganz stark davon aus, dass er jetzt dreschen will. Das ist auch gutes Wetter und er muss es auch machen. Weil man weiß ja nicht, wie das Wetter wird. Mal gucken, wo er dreschen will. Ich werde das mal beobachten und euch daran teilhaben lassen. Übrigens, Landwirtschaftssimulatoren, Freunde, werden das bestimmt mögen. Ich zoome für euch extra mal ran. Er fährt ein New Holland TC56 und wird jetzt gleich das Mähwerk vorne dran machen. Ich weiß gar nicht, ist das für Mais oder ist das für andere Sachen. Komm, wir gucken dem mal zu. Ich glaube, der wird da eine Meisterleistung abbringen. Natürlich routiniert, wie er ist. So, jetzt holen wir hier den Hebel 1 und den Hebel 2. Und dann machen wir mal... die haben vorne sogar noch so ein Schutzgitter dran. Hier, für die Modder unter euch, denkt dran, wenn ihr irgendwas neu moddet, dann könnt ihr sowas auch mit einfügen, dass man sagt, jo, der Realismus halber, wir müssen so ein Schutzgitter, was vorne dran ist, wahrscheinlich so ein Umfahrschutz oder wie man das nennt, Stoßschutz, Stoßfänger, den müssen wir abmachen, bevor wir uns jetzt an unser Gerät ankoppeln. Aber der piept nicht, wenn er zurückfährt. Das ist ein ganz großes Sicherheitsvergehen. Wenn jetzt hinter ihm da ein Wildschwein gestanden hätte oder ein Reh, das wäre jetzt tot. Eindeutig. Überfahren. Also ich glaube nicht, dass der Mais mähen, dreschen will. Drischt man überhaupt Mais? Nee, da wird er nur umgeschnitten. Und in Bahn gelegt, oder? Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Ich muss jetzt auch mal das Handy ein bisschen weiter runter machen, weil es mich ganz schön schwer wird mit der Zeit. Oh, hier, guck mal, wie schnell er das angesetzt hat. Angekoppelt hat. Krass. Jetzt bin ich mal wirklich neugierig. Nee, ich glaube, das ist ein Korndrescher. Anbaugerät. Macht er jetzt noch. Oh mein Gott, das ist besser als Fernsehen, ich sag's euch. Das ist so spannend. Ob ich den mal fragen sollte, ob ich da mitfahren darf? Ist halt doof, wenn ich das Fahrrad jetzt noch habe. Ihr Profis, ihr wisst doch bestimmt, was der jetzt gerade macht. Der muss bestimmt die ganzen Hydraulikschläuche noch anschließen oder Pneumatik. Ich weiß nicht, womit die Maschine läuft. Wahrscheinlich Hydraulik, ne? Wie so ein Weidemann, wenn du da Anbaugeräte hast, hier diese Ballengreifer und sowas alles. Oder die Schaufel, läuft auch alles mit Hydraulik. Das wäre eigentlich das Sinnvollste. Und... ich mag Züge. Und da fährt er weg. Wieder zurück zum TV. Muss ich jetzt eigentlich auch zwischendurch Werbung einschalten? Dieses Produkt wurde gesponsert von Blaue Himmel TV. Ihr schönes Wetter zum Mähdreschen. Zum Getreidedreschen. Wenn man Schafe hat und den von früher solche Dreschschlägel,
ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, womit man halt Getreide gedroschen hat, per Hand umhängt. Sind das denn eigentlich auch Mähdrescher? Also, schlechte Witze kann ich gut. Eine meiner Spezialitäten. Oh, jetzt mach doch mal was. Kann doch nicht wahr sein. Ich zoome ein bisschen raus. Ich glaube, da ist die Qualität auch ein wenig besser. Noch einmal. Zack. So. Dinge, die die Welt interessieren. Einem Bauern bei seiner Arbeit zuschauen und sehen, wie er Geld verdient, sein Tageswerk erledigt. Ach Mensch, wir schalten jetzt erstmal Werbung rein.